Hallöchen und herzlich willkommen zu einem, ja, neuen Let's Play auf meinem Kanal. Es ist eine Demo-Version von Little Nightmares 2. Ich strahle über beide Augen, Ohren, weil ich die ganze Zeit schon die Musik hier höre. Und das einfach so ein Backflash ist zum ersten Teil. Ist ja auch einer meiner relativ ersten Let's Plays damals auf meinem Kanal gewesen in die Richtung Horror, weil ich es ja etwas sanfter anfangen wollte, habe ich es ja damals mit Little Nightmares gemacht. Und das aber damals auf der PlayStation, diesmal auf dem Computer. Aber da das Spiel empfiehlt oder sagt, die beste Spielerfahrung hat man mit dem Controller, habe ich natürlich meinen Controller direkt mal wieder angeschlossen, weil ich kenne die Problematik noch mit dem ganzen räumlichen Laufen und hast nicht gesehen. Ich glaube, das macht wirklich mit dem Controller mehr Spaß und mehr Sinn, als wenn man sich da auf der Tastatur abquält. Daher, ja, schauen wir doch mal direkt in die Demo von Little Nightmares 2 rein. Das niedlich. Ich muss sagen, ich habe mir glaube, ja doch, ich habe mir, ich wollte gerade sagen, ich habe mir eigentlich gar nichts angeguckt. Doch, ich habe mir Videos angeguckt, aber ich bin immer gut im Verdrängen. Och, ist das süß. Kann ich was hochheben? Da ist doch was. Kann ich das hochheben? Bitte? Oder war das Ducken? Mal gucken. Die Controller-Knöpfe werden einem bestimmt ja nochmal wieder erklärt. Kann ich hier irgendwas machen? Das war hochklettern? Das auch? Nein, das war ducken. Gut. Also beim letzten Mal waren wir auf diesem riesigen Schiff und haben Six gespielt und in den DLCs dann den Jungen und haben dann ja das Geheimnis der kleinen süßen Knuddelfiecher aufgelöst. Sozusagen. Dass das ja alles Menschen waren. Menschenkinder. Achtung, Spoiler, falls ihr den ersten Teil noch nicht kennt. Ups, das war ein bisschen zu spät. Nein, sag bloß. Ah, ich liebe diese Waldatmosphäre. Das ist ja so richtig cool. Ach, da müssen wir bestimmt rüberspringen, ne? Oder wir können auch einfach im Hintergrund eventuell hochlaufen? Nee. Oder vielleicht doch? Ich kann ja springen. Das sieht so süß aus. Sorry, Leute. Ich werde dieses Spiel einige Momente hier rumquietschen. Oder müssen wir doch nach unten laufen in die Dunkelheit? Und das Spiel ist da nicht vorbei. Komme ich hier hoch? Ach bloß, ich muss hier drauf. Ja gut, man kann hier hoch, alles klar. Spiel, ich dachte da nicht dran, dass man zurücklaufen muss. Wie war das nochmal? Sprinten? Nee. Das war rüber gucken. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wenn ich den Controller-Knopf drücke, dass ich sprinte. Braucht man anscheinend auch nicht. Kann ich das aufmachen? Ist da wer drin? Hier aber. Ha!
So wie im ersten Teil. Hütchen, Liebe! Wo sind unsere Hütchen? Oh nein, nicht schon wieder Schuhe. Kindesentführung. Obwohl der Schuh ist zu groß für ein Kind. Werden diesmal nicht nur Kinder entführt? Direkt gegen die durchsichtige Scheibe. Nee, komm, lass liegen. Das ist so ungewohnt. Ich habe schon so lange nicht mehr richtig mit dem Xbox-Controller gespielt. Irgendwie ist wieder dieses Ding, ich fange an, Horror zu spielen und meine Nase fängt an zu jucken. Ich glaube, das ist so ein Standard-Skill bei mir. Kein Fallschaden, alles in Ordnung. Achtung, Falle! Kann ich auch hinterm Baum herlaufen? Müssen wir dich ja mal gucken, was passiert, wenn ich das Ding auslöse. Aber nee, dann sitze ich ja nur da drunter. Also, nee, nützt mir nichts. Kann ich da drauf klettern? Oder muss ich es umstoßen? Na, gib um. Komm, so wie beim Rugby hier. Ja, puh. Nee, ich glaube, wir brauchen die erste Falle dafür. So wie es aussieht. Oh. Das tut mir leid. Kann ich nicht schieben? Nee. Doch? Ja, benutze ich doch. Achso, ich muss bestimmt ziehen. Und bewegen. Ah nee, ich muss den erstmal festhalten, ne? Wie war das nochmal mit dem Festhalten? So? Oh! Hat er jetzt gerade ernsthaft hey gesagt? Oh, wie süß. Ja, ich probiere hier gerade wieder alle Knöpfe durch. Komm, halt das Ding fest. Haltet fest. Ach, Moment. Nicht das, sondern das da hinten. So. Dann wollen wir das doch mal ans Ende schieben. Ich muss noch mal. Ist das erste Mal, dass er reden kann, ne? In dem ersten Teil haben wir keine Stimmen gehört. Außer das Grunzen von den Albträumen. Von den fiesen, fiesen Albträumen. What? Was ist X? Was war X? Was ist X? Scheiße! Nein! Ups, jetzt weiß ich wieder, was X ist. So schnell kann's gehen. Lauf, Junge! Renn um dein Leben! Oh. Okay. Wie kommen wir da hoch? Da ist ein Baum. Wir müssen wahrscheinlich wieder zurücklaufen. Nicht? Wait, kann ich hier durch? Ist das wirklich so cool gemacht? Oh. Mega cool. Ich mag das ja irgendwie. Also ich glaube, damals hatte ich noch wesentlich mehr Probleme damit.
Ich sag nichts mehr. Obwohl, kann ich jetzt auch da hoch? Ja, auch gut. Aber ich muss das Ding runterholen, denke ich. Ach, ich hätte nichts sagen dürfen. Ich hänge gerade irgendwo fest da. Ja, damals. Damals hatte ich überhaupt keine Probleme damit. Zack, direkt daneben gesprungen. Bester Move ever. Ich sag ja. Warte mal, wo ist der Schatten? Muss ich nach vorne springen? Oder eventuell festhalten wäre auch nicht schlecht, ne? Der hält sich nicht automatisch fest. Achso, wir können ja rennen. Ja. Oh nein. Was war jetzt der Sinn der Sache? Why? 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 Wahrscheinlich gar keiner. Einfach nur, um diese Spielmechanik nochmal kennenzulernen. Yay. Gut, wir haben es wieder auf dem Kasten. Ach so. Ups. Doch Fallschaden. Oh nein. Der sitzt da dann wieder so traurig. Also wenn ich ja so 3D-mäßig hier, kann ich das Seil nehmen? Nein. Nein. Ich brauche das Seil gar nicht. Also manchmal denkt man ja auch ein bisschen zu kompliziert. Achso, ich halte es die ganze Zeit wieder fest. Noch mehr Schuhe, kein gutes Zeichen. Ich glaube, das ist eher ein Häufchen, als dass es Pilze sein könnten. Ein Häufchen Elend, warte mal. Kann ich da drüber springen? Kann ich das auslösen? I don't like. Warte mal, kann ich da drüber rennen? Aber ich muss es auslösen. Boah. Ey, wie so ein kleines Häufchen. Häufchen Elend. RT, okay. Ja, aber wie, wo? Ah, Schuhe. Okay. Alles klar. Danke für die Leiter. Werfen müsste man jetzt auch noch können. Na, stell dich richtig hin. Danke für die Leihgabe. Du wirst ihn auch sicherlich nicht mehr gebrauchen. Es ist wirklich so ungewohnt, dass man immer noch eine Taste drücken muss, dass man sich festhält. Weil in jedem anderen Spiel wäre das eine Option, die automatisch hinzugefügt worden wäre. Ich gucke die ganze Zeit auch im Hintergrund, ob ich nicht irgendwas verpasse. Oh, eine Bärenfalle. Müssen wir gleich wieder laufen. Noch eine. Den Stock nehme ich mit. Danke. Nein, mitnehmen. Muss ich den noch... Ah, siehst du, ich habe das Ding noch gar nicht gesehen. Und habe schon instinktiv gehandelt, weil die es so eingebaut haben. Gut gemacht. Ist da was?
Da ist eine. Wow. Ja, das war fies. Kann ich den Stock bitte wieder haben? Oder ist der kaputt? Der ist kaputt. Oh, guck mal, Tanzapfen. Nein. War da wohl ein schöner. Ja. Bitte mehr in die Richtung. Hier direkt vorne sind, glaube ich, auch noch welche, ne? Nicht? Bin mir unsicher. Wie sieht's da aus? Sehr explosiv. Ach, ich sollte vielleicht doch noch ein paar zur Sicherheit mitnehmen. Das war nur einer. Das gilt nicht. Hier. Oh, da ist keiner. Danke. Wo bist du? Scheiße. Aber ich... Nein! Ich sehe eindeutig da eine. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass sie hier im hohen Gras noch was verstecken. Was sind das eigentlich hier immer für Kisten? Bewegst du dich? Oh nein, diese Musik ist nie gut. Das heißt, wir treffen gleich auf den ersten Gegner. Den ersten Albtraum. Und ich würde sagen, den ersten Albtraum schauen wir uns doch in der nächsten Folge an. In dieser Folge haben wir uns die wunderschöne Waldatmosphäre gegönnt und wieder die Mechaniken kennengelernt. Und ich hoffe, ihr seid genauso im Happy Little Nightmares Vibe wie ich gefangen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao mit V.